Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute das Video, was ich euch eigentlich schon am Donnerstag versprochen habe. Ich habe noch so ein bisschen Farbe an den Händen, weil ich dieses Video gerade direkt nach dem Livestream drehe und wir heute mit Mixed Media gearbeitet haben. Ich zeige euch heute meine Stanzen. Meine Stempelsammlung habt ihr ja inzwischen gesehen. Jetzt kommen meine Stanzen. Und zwar habe ich für die genau wie für die Stempel diesen Ordner und auch dieselben Hüllen. Hier geht nichts mehr rein. Ihr seht schon, das ist nicht mal mehr auf der Höhe der eigentlichen Bindung. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Ich muss hier erstmal alles so weit in Position bringen, dass ich nichts irgendwo hängen lasse oder ja, irgendwo mich verheddere. So sieht das Ganze von innen aus. Und zwar habe ich über die Jahre die Magnetsheets vom Action gesammelt und die gibt es ja irgendwie zurzeit sehr selten. Und die klebe ich auf Pappe. Und zwar sind das einfach die Reste von den Rückseiten des Motivpapiers. Und bei den Grundformen habe ich auch noch die Größen dabei, um einfach zu vergleichen, welche Größe ich jetzt noch brauche, um die zum Beispiel zu layern. Eigentlich hatte ich die alle auf der passenden Größe, sozusagen die Pappe zugeschnitten, aber dadurch, dass ich das jetzt hier in die A6 und A5 Hüllen einsortiere und das nicht in A6 passt, habe ich jetzt in A5 nochmal Pappe zugeschnitten. Ein Großteil der Stanzen hat schon die Benennung. Die wird wichtig, wenn ich euch nochmal mein Archivierungsprogramm zeige. Da muss ich mir aber noch was überlegen, wie ich euch das vernünftig zeige. Noch nicht alle haben das, weil mir die Sticker ausgegangen sind und ich noch nicht wieder einkaufen war. Und deshalb werdet ihr bei den neuen Stanzen sehen, dass die die noch nicht haben. Ich habe begonnen mit den Grundformen, weil ich die tatsächlich am häufigsten verwende und die deshalb vorne habe. Das könnt ihr natürlich so regeln, wie ihr wollt. Ich habe hier erstmal mit den Grundformen angefangen und danach kommt alles Mögliche zum Thema Anhänger. Hier seht ihr zum Beispiel, fehlt noch ein Sticker. Das werdet ihr jetzt öfter sehen. Ich habe auch teilweise zwei zusammengeklebt, also sind zwei Stück Magnetpapier. Ich hatte das vorher in einem Korb. Und da brauchte ich natürlich nur die Größe, die die Stanzen auch wirklich einnehmen. Aber ihr könnt auch super mehrere Sets auf eine Magnetplatte machen oder Magnetplatten mit der Pappe wieder zusammenkleben. Das sind so alles die älteren Stanzen, wo ich die Verpackung nicht mehr habe. Ich bin dann übergegangen, das sind jetzt Stanzen vom Action. Einfach das Magnetpapier auf die zugehörige Pappe zu kleben und die einfach zu verwenden. Dann wisst ihr auch noch so ungefähr, wie die Verpackung aussah. Ihr wisst, welche Firma das ist. Das ist ganz praktisch, wenn die Verpackung hier mit reinpasst. Teilweise ist hier auch noch Platz. Drei Sets habe ich hier neben auch noch liegen, weil die gerade in Benutzung sind. Deshalb sind die hier nicht im Ordner. Was ich auch gemacht habe, ihr seht, jetzt kommen hier wieder Kreise. Ich habe erstmal die großen Folien genommen, die A5-Folien, und dann bin ich auf die A6 gegangen. Also ich habe jetzt nicht, weil ich habe nur zwei große Kreissets da Platz zu lassen und danach die Folie mit den A6-Größen zu machen, hat für mich nicht so viel Sinn gemacht. Deshalb habe ich erst alle, die eben so groß sind und jetzt alle, die kleiner sind, also Kreise, Wellenkreise, Ovale. Ihr seht, die Auswahl ist groß und dann geht es hier eben so langsam zu den Anhängern über. Hier ist auch noch Platz. Es kann auch noch sein, dass
von dem ein oder anderen Projekt nochmal Stanzen in meinen Körben liegen. Der Großteil sollte aber hier drin sein, beziehungsweise habe ich auch gestern erst die Sachen hier teilweise zusammengeklebt. Das heißt, hier waren auch Stanzen vorher drin, die jetzt in den A5-Füllen mit drin sind. Und ihr seht auch hier wieder, die Firmen sind wirklich, wirklich sehr gemischt. Action, Nelly Snellen, Joycrafts, Stampin' Up. Also wirklich, wirklich alles durchmischt. Hier habe ich die Borden, die habe ich jetzt auch in meinem Album verwendet. Hier ist auch Sizzix dabei. Also wir sind jetzt hier von den Anhängern und Fähnchen und so weiter weg. Kommen jetzt hier eher so zu den Hintergrundstanzen. Das ist alles Sizzix bzw. Tim Holz. Ich weiß, das ist sehr weihnachtlich, aber ich habe es erstmal hier dran gelassen, falls ich es doch vorher verwenden will, genauso wie diese hier. Und ihr seht, hier fehlen auch noch überall die Etiketten. Dann die nächste Kategorie sind Verpackungen. Hier habe ich die total coole Fensterschachtel, die ich mal wieder machen muss, ein Tortenstück. Dann habe ich hier die kleine Tasche und für die, wie heißt die, für die Kissenschachtel brauche ich noch Magnetfolien. Dann kommen wir jetzt zum Thema Natur. Hier sind zwei Sets kombiniert vom Action. Einmal Meer der Möglichkeiten und einmal dieses mit dem Oktopus. Die haben mir ganz gut drauf gepasst. Dann habe ich hier das passende Set zu den Bergen und den Bäumen. Hier das Set Positive Thoughts, was ja zu meinen absoluten Lieblingen gehört. Die Mohnblüten, also ihr seht, hier wird es jetzt immer, immer blumiger. Die habe ich neu aus dem Ausverkauf, deshalb ist da noch kein Magnetsheet. Hier habe ich wieder zwei zusammengelegt. Das sind dann Blüten, die man eben zusammensetzen kann. Und so geht das hier tatsächlich komplett einmal durch, was eben sehr naturnah ist. Hier sind natürlich die Doilies. Jetzt nicht unbedingt Natur, aber wir haben eben auch die Blüte hier. Also da guckt einfach mal, welche Sortierung für euch am meisten Sinn macht. Nochmal ein paar Layering-Blüten. Dann hier noch ein bisschen mehr in die Kategorie Grünes. Hier fehlt mir auch noch so die richtige Pappe, weil auch die Pappe ist mir tatsächlich ausgegangen. Ich habe das gestern nochmal auf Vordermann gebracht und ich habe tatsächlich jetzt alle Rückseiten von meinem Papier aufgebraucht. Aber das ist sowas, wo man sich Zeit nehmen kann. Hiermit, mit denen habe ich ja auch schon eine Karte gezeigt. Das ist sowas, was man immer mal wieder auffüllt und richtig macht. Hier sind noch die kleinen. Dann kommen wir hier zu den Buchstaben. Für die brauche ich auch noch eine Magnetfolie. Dann habe ich, weil ich hier Kommunion, Konfirmation, Firmung habe, habe ich auch die Kreuze dazu gemacht, weil die ja zu den Anlässen ganz gut passen. Meine Wortstanzen in allen möglichen Ausführungen und von Paper Rose die großen Buchstaben, die ich auch super finde. Und auch nochmal die Variante Zahlen. Hier habe ich von Tim Holz nochmal Wörter. Wenn ihr genauer gucken wollt, könnt ihr auch immer noch mal anhalten. Aber das sind eine ganze Menge Stanzen. Dann habe ich hier noch weitere Wörter. X-Cut gehört auch zur Kollektion dazu. Joycraft. Also ich habe wirklich alles ganz bunt gemischt. Bei dem Blütenend habe ich noch vergessen. Ich habe hier noch die Seerosenstanzen. Da ich seit Wochen eigentlich eine Karte damit machen will, liegen die in einem Korb. Die habe ich gerade noch gefunden. Oder rausgesucht, besser gesagt. Und dann habe ich hier diese Layering-Stanzen. Da habe ich noch zwei andere Sets, die gerade in meiner großen Kiste für das Album waren. Zum einen diese hier. Und zum anderen diese hier, womit wir auch schon das Album gemacht haben. Die kommen hier auch wieder rein, wenn ich mit dem Projekt
fertig bin. Und ich habe irgendwie gesehen, anscheinend in der Vorschau gibt es ja wieder neue Varianten davon. Ich bastle erstmal mit dem, was ich habe. Und hier ist jetzt noch so ein bisschen alles Mögliche, sag ich mal. Ich habe hier noch die Orient-Medaillons, mit denen man auch schöne Doilies machen kann. Die Stanz habe ich tatsächlich noch nie benutzt. Die war in meinem ersten Adventskalender von Kreativ Bunt drin. Dann die Zahnräder, die für Männerkarten natürlich richtig schick sind. Hier muss ich nochmal aufräumen. Hier sind nochmal diese kleinen Stanzen vom Action. Das Kreuz kann ich natürlich auch super mit dem anderen kombinieren. Ein Muffin, noch ein kleiner Rahmen, eine Skyline, nochmal ein Doily. Und dann habe ich hier nochmal die großen Sets vom Action für Thema Baby. Diese Borten hier finde ich auch sehr schick, die müsste ich auch mal wieder benutzen. Die sind auch aus dem ersten Jahr, in dem ich bei Stampin' Up! Bestellt habe. Hier nochmal ein bisschen was auch für Liebe und Hochzeit. Diese hier, die sind auch schon uralt. Vielleicht kennen die noch jemand, noch ein paar von euch vom Action. Die habe ich wirklich, wirklich schon lange. So ein paar Ecken, Herzchen, eine Schleife. Dann geht es auch hier nochmal mit Hochzeit und Feiern weiter. Nochmal noch ein Schleifenset. Dann noch mehr Feiern und Silvester und hier für die Abschlüsse dann, die bald anstehen. Da werde ich das auf jeden Fall gebrauchen können. Ich sehe gerade die Blüten hier. Daraus müssen wir mal Blumen machen. Und zum Schluss habe ich noch diese hier. Das sind so Pop-up-Stanzen. Schande über mein Haupt, dass ich sie noch nicht einmal benutzt habe. Ich sollte sie unbedingt mal ausprobieren. Die habe ich, glaube ich, mal bei TK Maxx bekommen. Einmal mit Teekanne und einmal einer Torte. Ja, muss ich mal was mitmachen. Das sind meine ganzen Stanzen. Also in diesen Ordner passt nichts mehr rein. Da passt keine Folie mehr rein. Der ist super voll. Ja, was sich eben so in den Jahren ansammelt. Ihr könnt natürlich auch die Stanzen, die ihr passend zu Stempelsets habt, mit dem Stempelset zusammen packen. Da ich die Stanzen aber auch ganz oft unabhängig von den Stempelsets benutze, macht das bei mir keinen Sinn. Aber auch das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn ihr nicht so viele Stanzen habt, nehmt ihr euch einfach einen kleinen Korb und packt die dort rein. Das habe ich vorher auch gemacht. Ja, das war meine Stanzensammlung. Einmal im Überblick. Die Handstanzen habe ich natürlich noch. Mal gucken, ob ich da nochmal was zu mache. Auf jeden Fall waren das erstmal meine Stanzen. Ich hoffe, euch hat das etwas verspätete Video gefallen. Ihr seht mal, was ich habe. Wenn ihr zu speziellen Stanzen was sehen wollt, könnt ihr mir das natürlich auch unten in die Kommentare schreiben. Und ich gucke mal. Ich kann nicht immer alles umsetzen, aber ich kann natürlich gucken, ob ich da was hinkriege. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bleibt gesund, bastelt fleißig und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Auf dem Weg zu 3500 bzw. bald 4000. Da habe ich schon ganz tolle Ideen. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Also bis dahin. Tschüss.